Nach einer langen Zeit der kulturellen Abstinenz häufen sich nun endlich wieder die Veranstaltungen vielerorts. Kleine und mittlere Bühnen werden wieder bespielt und sollte sich die Situation in Sachen Infektionen weiter positiv entwickeln, werden auch bald größere Bühnen folgen. Sounds of Hollywood war immer eine sehr beliebte Großveranstaltung. Am 16. und 17. Juli findet sie anlässlich 170 Jahre Göltstahlbrücke an der größten Ziegelbrücke der Welt statt. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Sounds of Hollywood, das ist die Vogtland-Philharmonie, das sind Solisten, Techniker, Großbildwände. Kurz, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Dieser personelle und technische Aufwand muss sich rechnen. Mit derzeit 600 möglichen Gästen tut er das nicht. Die Vogtland Kultur GmbH suchte nach Unterstützung und fand sie bei den Städten Reichenbach und Netschkau. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wie kriegt man das hin? Und wenn Sie, Herr Meissner hat es gerade gesagt, mal rechnen, 600 Sitzplätze in zwei Veranstaltungen sind 1200 verkaufte Karten mit dem Eintrittspreis von 35 oder 34 Euro im Vorverkauf, ist so eine Veranstaltung gar nicht zu stemmen. Und deswegen haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir müssen unterstützen. Und deswegen sind wir in einer Kooperation sozusagen gemeinsam mit der Kultur GmbH ins Boot gegangen und haben gesagt, wir Städte unterstützen die Veranstaltungen, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Region auch Kultur wieder genießen können. Es gab viele Einschränkungen, es gab viele Absagen von Veranstaltungen, speziell bei uns hier auf dem Platz, speziell das, was immer zu Pfingsten hier stattfindet, die ganze Geschichte der Klassik, wo die Philharmonie immer mit dabei ist. Das waren schon schwere Entscheidungen, dass das vertagt werden musste. Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr spielen können. Umso schöner ist es oder umso erfreulicher ist es, dass das wieder mit so einem kleinen Restart, mit so einem Event hier wieder beginnt. Vieles hat die Göltstahlbrücke schon an Veranstaltungen gesehen. Philharmonic Rock, Rock Classics und. Aber noch nie Sounds of Hollywood. Wir haben unser Probates-Projekt Sounds of Hollywood, mit dem wir schon in ganz Deutschland unterwegs waren, auch weit darüber hinaus, hier noch nie an der Brücke gezeigt. Und das ist für uns Anlass zugleich, aufgrund auch der Platzbeschränkung natürlich, an zwei Veranstaltungen am 16. und am 17.07. diese wirklich multimediale Veranstaltung durchzuführen. Wir werden dabei unterstützt. Sounds of Hollywood ist natürlich Musik fürs Ohr, aber natürlich auch Musik fürs Auge. Wir werden dabei unterstützt durch zwei große LED-Screens, die rechts und links neben der Bühne stehen und die auch für das richtige Bild sorgen werden. Das ist neueste Technik vom allerfeinsten, 4K-Auflösung. Bild und Ton auf dem neuesten Stand der Technik. Was kann man sehen und hören? Wir werden Musik aus nahezu 30 verschiedenen Filmen spielen. Da sind solche Klassiker dabei wie Der Weiße Hai oder Indiana Jones. Es sind neueste Streifen dabei, La La Land zum Beispiel, aber auch große Blockbuster wie zum Beispiel Herr der Ringe oder Games of Thrones. All das in speziellen Arrangements mit hervorragenden Gesangssolisten, Instrumentalsolisten. Veranstaltungen an der Göltstahlbrücke sind immer eine große Herausforderung, denn hier gibt es nichts, aber gar nichts, nur Steine. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser, es gibt keine Toiletten, es gibt gar nichts. Ich muss also, wenn ich Veranstaltungen in dieser Größenordnung, natürlich gibt es so eine Straßenlampe, aber richtig Strom und richtig Wasser und richtig Toilette und richtig, was weiß ich, Catering ist hier nicht da. Dann muss also alles wirklich sich hier, muss das entstehen und das ist für jeden Veranstalter eine große Herausforderung. Die man annimmt und meistern wird. Bei dieser Veranstaltung gibt es außerdem Neuerungen. Es wird also dieses Jahr so sein, dass die Bühne nicht auf diesem Bühnenhügel steht, sondern die steht davor, vor dem Bühnenhügel, sodass wir wirklich einen freien Blick zur Brücke haben werden. Das hat man also ganz selten. Meistens steht ja die Bühne oben und man sieht in den ersten Reihen wenig von der Brücke. Das wird dieses Jahr anders sein. Ja, die Brücke selbst wird
ordentlich in Szene gesetzt, weil es ja wirklich auch in diesem Jahr im ganz besonderen Falle auch um die Brücke geht. Es wird dort eine schöne Anleuchtung dieser Brücke geben. Ja, es wird erstmalig hier an der Brücke eine Großveranstaltung mit freier Platzwahl geben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir uns auf die aktuellen Pandemiegegebenheiten hier einstellen müssen. 600 Sitzplätze mit freier Platzwahl. Wo gibt es Karten? Karten gibt es, wo es Karten gibt. Karten gibt es, wo es Karten gibt. Genau. Im Läuberenhaus und bei Eventen. Fehlt nur eins, schönes Wetter. Ist bestellt. Ja, also die Bürgermeister haben es bestätigt, das schöne Wetter ist bestellt. Schön, dass ihr da seid. Wir sind es ja gewöhnt, hier an der Brücke bei 10 Grad und Nieselregen zu arbeiten. Also es wäre auch für uns mal eine Herausforderung, bei schönem Wetter was zu machen.